Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Bis zur totalen Erschöpfung in 6 Schritten aus dem Burnout. Mein Name ist Christoph Polder und dies ist meine Geschichte. Wie hat sich der Burnout bei dir ausgewirkt? Also, nachdem es Klick gemacht hat, worauf wir dann später natürlich noch eingehen, bin ich erstmal direkt aus der Firma nach Hause gefahren, ja, und habe dort also den totalen Zusammenbruch gehabt halt, ja. Das war dann so, dass ich an diesem Nachmittag, da habe ich mir erstmal noch 2-3 Bier reingehauen, ja, und habe mich dann hingelegt und bin dann erst am nächsten Morgen um 9 Uhr, 10 Uhr aufgewacht halt, ja. Und das war halt dann die nächsten 3 Monate ungefähr so, dass ich 18 Stunden Schlaf also in der Nacht gebraucht habe, ja. Und dann bin ich aus dem Bett raus und direkt auf die Couch, ja. Ich habe es nicht mehr in die Küche geschafft, also so kaputt war mein Körper, mein Geist, einfach alles halt, ja. Ich war fix und fertig. Und dann kamen halt so peu à peu die ganzen Symptome, halt, ja, nicht alle auf einmal, sondern eben, wie gesagt, nach und nach. Und dann habe ich die alle mal da niedergeschrieben, das sind ungefähr so viele halt, ja. Die habe ich gegliedert in psychische Symptome und körperliche Symptome. Ich lese nur ein paar vor halt, ja. Also psychische Symptome, Gedächtnisprobleme, Schwächegefühl, Appetitlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Schlafstörungen, Unkonzentriertheit, Reizbarkeit, Verlust der Freude, Zukunftsängste natürlich, Alter. Also wenn man natürlich so kaputt, oder ich sag dazu, ich war ein Workaholic, ein Arbeitstier halt, ja. Ich habe so 60 bis 80 Stunden pro Woche gearbeitet und habe nebenbei noch einen Master studiert, ja. Und dann, wenn man dann halt kaputt zu Hause ist, ja, man hat einfach nichts zu tun, es gibt keine Hoffnung, kein gar nichts halt, ja. Dann hat man natürlich Zukunftsängste. Wie soll das weitergehen? Welchen Job soll ich in Zukunft machen? Werde ich jemals gesund? Werde ich zurück in die Firma gehen? Oder also in die Firma, wo ich gemobbt wurde, wo es einfach da, wo der Ort war, wo ich krank geworden bin, da soll ich wieder hingehen? Soll ich da also gleich wieder hingehen und dort gesund werden? Oder wie läuft das halt? Ja? Man ist einfach nur ratlos und hoffnungslos halt. Ja? Und wenn man da keinen zur Seite hat, was ich natürlich nicht hatte, dann ist ziemlich düster. Und dann war ich halt 3 Monate lang zu Hause, habe mich eingesperrt und viel Alkohol getrunken natürlich, ja. Was ich auch von anderen Burnout-Patienten schon gehört habe, ja, was halt natürlich nicht gut ist. Dann körperliche Symptome, Erschöpfung, Schwindel, Immunschwäche, Kraftlosigkeit, chronische Müdigkeit, Tinnitus, ganz schlimm, Hörsturz, Geräuschempfindlichkeit, Nackenschmerzen, Kieferspannung und, halt, ja. Also es ist eine ganze Latte an Symptomen, die man bekommen kann. Da bin ich bestimmt nicht der Einzige und deswegen, ich kann nur davon abraten, dass man in den Burnout kommt, also vorher natürlich schon die Handbremse zieht, was man natürlich nicht wahrhaben will. Möchtest du mich bitte unterbrechen und eine Frage stellen? Natürlich. Gibt es irgendwelche Symptome, auf die du in diesem Video noch eingehen möchtest, besonders? Ja, also auf die Erschöpfung bin ich ja schon eingegangen, dass ich halt, wie gesagt, 18 Stunden Schlaf brauchte jeden Tag. Und dann immer noch total kaputt war und das über Monate. Und ich wiederhole, insgesamt war ich 3 Jahre krank zu Hause. Das andere ist Kopfschmerzen. Ja. Ich hatte 2 komplette Jahre chronische Kopfschmerzen. Ja. Und das, also natürlich in diesen 2 Jahren wusste ich natürlich nicht, woher das kommt oder kam. Dann war ich in dieser Burnout-Klinik, wo dann auch erzählt wurde von einem Entspannungskopfschmerz. Halt, ja. Das heißt, wenn man jetzt halt gerade unter Stress ist, wie zum Beispiel, man hält eine Präsentation oder dreht ein Video oder sonst irgendwas, ja, da hat man kurz einen Adrenalinschub und dann ist man froh, dass es rum ist nach dem Auftritt halt, ja. Dann kommt man in diese Entspannungsphase und dann tritt der Entspannungskopfschmerz auf. Ja. Dann habe ich halt diesen Burnout-Coach halt auch gefragt, wie kann es sein, dass ich 2 Jahre lang halt diese chronischen Kopfschmerzen habe. Ja. Dann hat er mich gefragt, wie lange denn meine Stressphase anhielt und dann habe ich gesagt, 20 Jahre. Es war 20 Jahre schlimm bei mir. Und deswegen, also der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, ja, dann ist das bei mir ein Entspannungskopfschmerz, der eben halt so lange dauert, ja? Weil meine Stressphase halt eben 20 Jahre lang ging und dann ist dieser Entspannungskopfschmerz ging über 2 Jahre. Ja? Und da war noch ein wichtiger Faktor, den ich noch erwähnen wollte. Ich war auf einer langen Reise mit meinem Wohnmobil und war ich gerade in Griechenland und dann habe ich Leute kennengelernt, die gesagt haben, ich soll mal den Kaffee weglassen, halt, ja. Und dann habe ich den tatsächlich weggelassen am nächsten Tag und hat sofort höllische Kopfschmerzen halt, ja.
Und dann habe ich sofort wieder Kaffee getrunken, war es weg halt. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ich will diese Kopfschmerzen loswerden. Ja. Und ich habe mir das vorgenommen, dieses Ziel gesteckt und wollte es halt eben durchziehen, so wie alles, was ich mir vornehme. Und habe dann 12 Tage lang keinen Kaffee getrunken, habe das dann zuerst mit Schwarztee überdeckt und es ging. Ja. Und dann nach diesen 12 Tagen dachte ich mir, ja toll, jetzt bin ich ja auf Schwarztee sozusagen, ja, weil da ist ja auch Koffein drin, man nennt es halt Tein, aber laut Ärzten ist das genauso Koffein. Und dann habe ich das auch weggelassen und dann hatte ich wieder 12 Tage höllische Kopfschmerzen, aber ich habe es durchgehalten und am 13. Tag hatte ich keine Kopfschmerzen mehr und seitdem sind die chronischen Kopfschmerzen weg. So, und wie erklärt sich das? Also Adrenalin ist ein Schmerzmittel. Ich war auf Adrenalin, also habe ich das in dieser Stressphase nicht so gemerkt halt, ja. Alle Symptome, die habe ich nicht gemerkt, weil ich so viel unter Adrenalin stand halt, ja. Und jetzt war das so, wo ich in diesem Burnout war, auf der Talsohle, da habe ich dann diese Schmerzen alle gespürt, ja, oder alle Symptome und habe die dann überdeckt mit Adrenalin, der durch Kaffee produziert wird oder gefördert wird halt, ja. Wusste ich vorher auch nicht. So, und dann, wie gesagt, Kaffee weggelassen und dann ging es. Seitdem habe ich keine Kopfschmerzen mehr. Diesen Tipp wollte ich euch gerne mitgeben. Jetzt weiß ich, dass das nicht jeder durchhalten kann oder nicht jeder will. Aber probiert's aus, lasst den Kaffee weg. Und genau. Viel Spaß beim Gesundwerden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir gerne Kommentare unter das Video. Ich werde gerne Fragen beantworten und teilt es gerne. Ich möchte Menschen helfen. Ciao.